Reise nur weiter, so wird das Chaos dir drohen. Unbändiges Wasser und Ödnis, dein Lohn. Ja, bald schon werde ich Gorm beherrschen und danach die ganze Welt. Ich habe anhand der Strecke, der Windgeschwindigkeit und des Schweißfaktors unser perfektes Tempo kalkuliert. Bestens. Und ich habe meine aerodynamischen Schweißbänder angelegt. Ich habe kohlenhydratreiches Studentenfutter eingesteckt. Oh, und ich habe mir ganz tolle neue Schuhe gekauft. Jess, die hast du aber auch schon letztes Jahr getragen. Doch nicht die, du Dussel. Supercoole Pumps für Ginas Party nächste Woche. Dann lasst es uns mal angehen. Wir schaffen's! Was soll denn das? Wollt ihr auch bei dem Wohltätigkeitsmarathon mitlaufen? Oh, hallo Kinder! Wenn man das Laufen nennen kann. Dad, das ist total unvernünftig. Außerdem werdet ihr es nie ins Ziel schaffen. Oh, wollt ihr uns herausfordern? Naja, vielleicht schauen wir mal, wer mehr Kilometer schafft. Das könnte doch ganz lustig werden. Also Kinder, dann lasst uns unsere Schrittzähler mal auf Null stellen. Na los, schneller! Nicht nachlassen! Wie viel Vorsprung haben wir? So 100 Meter? Vielleicht sollten wir unser eigenes Tempo laufen. Da stimmt aber irgendwas nicht. Das hat mit Gorm zu tun. Wir müssen zur Geheimbasis. Ruft an, wenn wir euch irgendwo einsammeln sollen. Oh, gedemütigt von den eigenen Eltern. Was liegt an? Das Verrücktspielen des Wassers wurde durch einen Zauberspruch von Obscurio ausgelöst und führt auf Gorm zu einer großen Dürre. Das ist nicht gut. Und es kommt noch schlimmer. Der fiese Lava-Gormiti-Zyklop hat ein Erd-Gormiti-Dorf überfallen und erobert. Der wird uns kennenlernen. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Gehen wir an die Arbeit? Elemente! Erde! Wasser! Wald! Luft! Sag uns, wer der Keeper ist und überlass ihm deinen Platz. Und der Keeper ist... Erde. Ja, ich wusste es. Ha, meine Weisheit wurde wieder einmal belohnt. Ich liebe seine bescheidene, ruhige Art. Diesem fiesen Hitzkopf bringen wir Manieren bei. Transformation einleiten. Elemente, gebt uns Macht, damit der Gormiti in uns erwacht. Des Waldes. Herrschaft des Windes. Da wären wir. Ob dir das passt oder nicht. Nichts zu sehen von Zyklop. Von überhaupt niemandem was zu sehen. Wenn dieser feurige Fiesling nicht schon alle vertrieben hat, dann spätestens die Dürre. Selbst das Flussbett ist ausgetrocknet. Das habe ich schnell behoben. Spürt den Zorn von Zyklop! Wasserstrahl! Wie vorhersehbar. Nur habe ich mehr Feuer als du Wasser. Es kommt nicht immer auf die Menge an. Ja! Ja! Naja, manchmal hat eine größere Menge doch Vorteile. Windstoß! Yeah.
super Baumschlag! Wir sprechen uns noch! Das sagen Sie dann immer. Da ist noch eine Sache, bevor wir zurückkehren. Geist des Wassers! Gute Idee. Jetzt, da es wieder Wasser gibt, können die Erdgormiti in ihr Dorf zurückkehren. Mission erfüllt. Mission leider überhaupt nicht erfüllt. Deckung! Dieses Dorf gehört jetzt uns! Das glaube ich aber nicht. Ach nein? Dann denk doch mal nach. Nick, versuch so viel wie möglich über dieses Dorf herauszufinden. Wird gemacht! Ihr bleibt schön da! Ja. Energieball! Ha! Zwei zum Preis von einem! Mächtige Tentakel! Schau mir in das Auge, Kleiner! Genau! Huh? Lianen, rankt euch fest! Mächtige Tentakel! Federattacke! Na also, jetzt aber. Mission endgültig erfüllt. Oder auch nicht. Das war toll, wie du das mit den Haaren gemacht hast und Zyklop durch die Gegend geworfen hast. Würde ich auch gern können. Natürlich. Und du bist? Oh, ich bin Steinwerfer, ein Erdgormiti. Dann bist du aus dem Dorf hier? Nein, ich kam hier nur vorbei auf dem Nachhauseweg, als ich Zyklop sah. Da dachte ich, ich mach mich mal lieber ganz klein. Ja, geradezu winzig, schon klar. Wozu müssen wir das Dorf überhaupt beschützen? Weil dieses Land nun mal den Erdgormiti gehört, Toby. Nein, dieses Dorf wurde schon vor vielen Jahren verlassen, als die umliegenden Felder austrockneten. Jetzt gehört es niemandem mehr. Oh, das war ein netter Trick mit dem Wasser, aber leider völlig unnötig. Was war denn das jetzt gerade? Leute, das werdet ihr nicht glauben! Das Dorf wurde schon vor Ewigkeiten verlassen. Hä? Woher wisst ihr das? Steinwerfer, ein Erdgormiti, hat uns das erzählt. Steinwerfer? Den schlage ich nach. Wenn es hier also nichts gibt, wofür es sich zu kämpfen lohnt, wieso kämpfen wir dann überhaupt? Irgendwas müssen wir wohl übersehen. Diese Lava-Gormiti sind ja nicht ohne Grund wieder zurückgekommen. Luminos könnte etwas Licht ins Dunkle bringen. Für die Macht des Lichts! Ich habe auf euch gewartet. Luminos, wir verstehen nicht, warum die Lava-Gormiti mit uns um ein verlassenes Dorf kämpfen wollen. Manche Dinge stellen sich anders dar, als sie zunächst erscheinen. Vielleicht geht es um den Kampf selbst und nicht um das Dorf. Aber natürlich! Durch Zyklops Angriff sollten wir vielleicht von irgendetwas abgelenkt werden. Aber was könnte das denn sein? Die Antwort auf diese Frage findet ihr in dem Dorf. Jedoch benötigt ihr mehr als Antworten. Erlebt die Macht des Lichts! Du trägst die Gabe und die Verantwortung für die Spezialkraft des goldenen Blizzard. Luminos sagte, die Antwort finden wir irgendwo in diesem Dorf. Du glaubst aber nicht, dass sie hier irgendwo auf eine Tafel oder auf einen Zettel geschrieben steht, oder? Nein. Oh. In dieser Geisterstadt gibt es nichts außer Staub und Steine. Das ist es! Staub und Steine, klar? Steinwerfer, er ist natürlich die Antwort. Sag das doch gleich.
fehlt nur noch eins. Lord Magvion, du hast einen netten Kampf verpasst. Zwei, um genau zu sein. Hervorragend. Drei wären noch besser gewesen, aber ich will mal nicht so sein. Mit all den Amuletten, die sich jetzt in meinem Besitz befinden, sind wir vollständig. Ich wusste, dass die Dürre helfen würde, den Monolith zu finden. Aber dass die Herrscher der Natur auch noch den See geleert haben, war natürlich goldig. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Toby, wir haben was über Steinwerfer gefunden und du wirst nicht glauben, wo er lebt. Alter, du hast mal wieder das perfekte Timing. Ja, ich weiß. Pass auf, Steinwerfer ist ein Erdgormiti der Berge und ist damit quasi ein Teil des Berges. Wie schnell kannst du uns zu ihm bringen? Mit Hilfe des Reisewälzers geht das in 0, nichts. Klasse! Abgefahren. Die Herrscher der Natur. Seid ihr wieder da, um Staub und Steine zu verteidigen? Davon gibt's hier jede Menge. Sehr witzig. Eigentlich sind wir hier, um rauszufinden, was Magmion mit dieser Zyklop-Aktion bezweckt. Es ist offensichtlich, dass man uns irgendwie beschäftigen wollte. Aber warum? Ich meine, eine Dürre ist doch kein Problem für ein verlassenes Dorf. Schon gar nicht, seit ihr das viele Wasser gebracht habt. Vielleicht könnt ihr noch etwas mehr herzaubern. Wir können es gut gebrauchen. Ich würde euch ja gern helfen, aber ich zaubere kein Wasser. Ich kontrolliere nur das, was es schon gibt. Woher kam dann das ganze Wasser? Aus einem See, weit weg von hier. Es gab keine Bewohner in der Nähe. Daher dachte ich, hier ist es nützlicher, oder? Oh, der Monolith. Was ist das? Wovon sprichst du? Ohne Wasser in dem See ist der Monolith völlig schutzlos. Er ist hinter den Amuletten her. Nick, Monolith, Amulette. Die Amulette der Weisheit trugen ursprünglich ein Zauber in sich, um den Erdgormiti die Allwissenheit zu geben. Aber als diese Kraft missbraucht wurde, widerriefen die Ältesten diesen Zauber und versteckten die Amulette im heiligen Astralmonolith auf dem Grund eines Sees. Wenn Magmion in den Besitz aller vier Amulette gelangt und diese verbindet und ausrichtet in Richtung der heiligen Hauptstadt... Nicht sagen, lass mich raten. Dann passiert was ganz Schlimmes? Volltreffer! Die Kraft der Allwissenheit könnte wiedererweckt und auf Obscurio übertragen werden. Das klingt furchtbar. Nick, finde darüber raus, was du kannst und melde dich so schnell wie möglich wieder. Ja, und in der Zwischenzeit müssen wir diese Amulette holen, bevor Magmion sie in die Hände kriegt. In Kürze, oh Herr, wird es keinen Platz mehr geben, an dem sich unsere Feinde verstecken können. Und keine Pläne, die uns überraschen könnten. In Kürze ist eine schwer einschätzbare Zeitspanne, Magmion. Deshalb sollten wir Vorkehrungen treffen. Aber was denn für Vorkehrungen? Mit Hilfe des Kodex von Mago werden die Amulette und deine Wenigkeit durch einen undurchdringlichen Lavadampf abgeschirmt. Bei den Tiefen der Dunkelheit und der vollkommenen Nacht soll Mago dich umhüllen durch seine finstere Macht. Das könnte jetzt etwas brennen. Nichts! Überhaupt nichts! Kein Magmion, keine Amulette, wir kommen zu spät. Es ist noch lange nichts verloren. So schnell geben die Herrscher der Natur doch nicht auf. Die Herrscher der Natur geben eigentlich nie auf. Ich bin dabei. Ganz egal, was ihr vorhabt. Das hört sich doch gut an, denn wir können jede Hilfe gebrauchen. Laut der Schriften soll die Ausrichtung der Amulette nämlich heute Abend passieren. Und heute Abend heißt genau jetzt. Dann mal los. Das ist das Buch, das wir gesucht haben. Gorm Astronomie. Die Ausrichtung in der richtigen Konstellation erzeugt einen ultravioletten Strahl, der den Zauber reaktiviert, wenn er auf alle vier Amulette trifft. Okay, jetzt wissen wir, was passiert, aber leider nicht, wie es passiert. Mal sehen. Wenn ich die Krümmung des Lichts mit der Planetenrotation multipliziere, die Wurzel daraus und 7 im Sinn, ich hab's! Perfekt. Zyklop,
Wo ist meine erste Verteidigungsreihe? Ja, wo ist die eigentlich? Was? Du wirst nämlich jede Hilfe brauchen können. Wie ihr gleich sehen werdet, habe ich die auch um mich versammelt. Wir haben da noch eine Rechnung offen. Meinst du? Ich würde eher sagen, wir sind auf dem besten Wege zu einem lupenreinen Hattrick. Vergolden wir unseren Triumph. Rein wie ein neuer Spross. Ewig wie die Gezeiten. Stark wie der unbändige Wind. Schutzschild von Magor. Na los doch, ich warte. Schau mir in das Auge, Kleiner. Danke, aber das hatten wir doch schon. Wasserstrahl! Ich finde, es wird langsam Zeit, sich auch mal ins Getümmel zu stürzen. Goldene Rankenattacke! Ihr könnt uns nicht besiegen. Seht es endlich ein. Hey, Süßer. Tornado des Lichts. Was? Goldene Faust des Waldes. Stellt euch das nicht so einfach vor, den großen Magmion zu besiegen. Einfach vielleicht nicht, aber spaßig. Goldener Strahl. Federattacke. Wir kommen nicht durch. Oh, ganz schön unfair, was? Und irgendwie einseitig. Goldene Rankenattacke. Ihr habt verloren. Die Kraft der Allwissenheit wird auf Obscurio übergehen. Hä? Oh. Danke für die Lektion in Ablenkung. Das kriegt ihr wieder. Jetzt bin ich dran. Es ist an der Zeit für Luminos Spezialkraft, Jungs. Goldener Blizzard! Diskus des Waldes! Wasserkugeln! Ich komme wieder. Und am Ende werde ich triumphieren. Der Abgang war vielleicht etwas dicke, aber was soll's. Das war der letzte. Sie sind wieder da, wo sie hingehören, in Sicherheit. Ich danke euch für alles. Mein Volk weiß euren Einsatz zu schätzen. Aber wir sind hier noch nicht ganz fertig. Geist des Wassers! Wir haben im Ziel auf euch gewartet, aber dann war es schon fast Mittag und uns fiel ein, dass ihr wohl aufgegeben haben müsst. Was? Wir aufgegeben? Niemals, vergiss es. Na toll, dann können wir jetzt unsere Kilometer vergleichen. 8692 Kilometer? Wo seid ihr denn gewesen?
Unsere Schrittzähler scheinen irgendwie verrückt zu spielen. Verrückt zu spielen? Aha. Auf ein neues...